Abwurm muss sterben, damit der Schmetterling geboren werden kann. Früher war es die Verausgabung der anderen, ihre Leidenschaft, ihre Selbstständigkeit, ihr Sex, ihre Freuden. Doch dann erkannte ich, das bin alles ich. Ich habe es an ihnen erlebt, weil ich es nicht selbst gelebt habe. Nun ist es meine Verausgabung, meine Leidenschaft, meine Selbstständigkeit, mein Sex, meine Freuden, meine Schöpfung. Es ist die Sonne in mir. Wo ist mein restlicher Kosmos? Wo seid ihr? Kann ich mich durchsetzen? Wie kann ich mich abgrenzen? Was stelle ich nach außen dar? Was fühle ich? Wie verausgabe ich mich? Wie passe ich mich an, ohne meine Gefühle zurückzuhalten? Bringe ich meinen Inhalt in Form? Ich begegne meinen Ideen. Ich begegne dir. Kann ich mich an meine eigenen Ideen binden? Oder sind es die Ideen der anderen, die Macht über mich haben? Ich binde mich an dich. Kann ich meine Ideen aus einer anderen Perspektive betrachten? Unterscheide ich noch? Oder verstehe ich schon? Bin ich schuldig? Oder habe ich das Recht, so zu sein, wie ich bin? Kann ich die Dinge umpolen und mich von allem Subjektiven befreien? Habe ich Alternativen? Kann ich auflösen? Nicht die Sterne sind es, die kausal auf mich wirken und das Geschehen lenken. Sie spiegeln es. Jeder Anfang ist ein Abbild des Ganzen. Wie die Uhr, die Zeit nicht macht, sondern anzeigt. Die 12 sind 1. 12 Monate, ein Jahr. 12 Doppelstunden, ein Tag. 12 Jünger beim Abendmahl. 12 Götter im Olymp. Aus 1 wird 2. Ja, Sündenfall. Der Sprung aus dem Paradies. Der 1. In die 2,
dann heißt es gut oder böse, Frau oder Mann, Krieg oder Frieden. Diese zwei gehören immer zusammen, immer. Sie sind zwei Seiten des einen. Doch wir sehen immer nur eine Seite, immer nur eine. Da ist aber immer ein Gegenteil. Nur dich durch mich. Nur mich durch dich. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, schlafen, wachen, schlafen, wachen, dunkel, hell, dunkel, hell, leben, sterben, leben, sterben, leben, sterben, leben, sterben. Aus zwei wird vier. Ganz klar und rein sehe ich sie vor mir. Feuer, Wasser, Luft, Erde. Aus vier wird zwölf. Meinen Körper spüre ich im Geist. Meinen Geist spüre ich an meinem Körper. Seele spüre ich im Bewusstsein. Mein Bewusstsein spüre ich in der Seele. Wie in einem Samenkorn bin ich in mir angelegt. Ich muss den Samen keimen lassen, wachsen, gedeihen, blühen und wieder Samen. Der Kosmos ist in mir. Wo ist mein Maß? Im Denken? Wo ist meine Venus? Im Bewusstsein oder im Körper? Wo ist mein Saturn? In der Seele? Meine Landkarte. Wo standen die Planeten am Himmel, als ich geboren wurde? Denn dort stehen sie in mir. Jeder Anfang ist das Abbild des Ganzen.
meiner Freiheit. Es liegt an mir. In meiner Freiheit. Es liegt an mir, ob ich meine 12 als Wurm, als Kokon oder als Schmetterling lebe. Es liegt an mir. Es ist meine Freiheit. Meine Freiheit. Es liegt an mir. An mir. Es liegt an mir. Ich kann mich nicht durchsetzen. Schlag mich. Ich bin nun mal arm, wenn ich doch nur ein eigenes Zimmer hätte. Ich spreche kein Englisch. Ich fühle mich ungeborgen. Wer bin ich eigentlich? Ich komme nicht aus dem Bett raus. Ich habe gar keinen Antrieb. Ich muss arbeiten, wie ich keinen Bock habe. Egal, Hauptsache Arbeit. Jetzt habe ich mir schon den feinen Zwirn angezogen und krieg schon wieder keine ab. Ich mache alles, was du sagst. Für diese Sache gehe ich durch den Dreck. Ich bin völlig ausgeliefert. Ich verstehe das nicht. Das macht keinen Sinn. Früher haben mich die Eltern zurechtgewiesen, dann die Lehrer, jetzt der Boss. Ich fühle mich so schuldig. Die Bullen. Zuerst diese Nervenzuckungen, dann meine Alte mit einem anderen im Bett und jetzt dieser Unfall, diese blöden Zufälle. Ich habe so eine Angst. Ich habe so eine Angst. Ich bringe mich um. Dann ist alles vorbei. Ich ziehe den Gegenpol in meiner Außenwelt an, um ausgeglichen zu werden. Oder mein Körper muss dafür gerade stehen. Wache auf. Wache auf, rufen die Planeten in mir. Sie wollen sich verwirklichen. Wenn nicht durch mich, dann auf Umwegen. Okay. Ich habe es satt, ein Wurm zu sein. Ich baue mir einen Kokon. Ihr Schwachen, ich hau euch auf die Fresse. Ich hab das geilste Penthouse. Wo wohnst du? Das ist wissenschaftlich belegt. Alles andere ist Pseudowissenschaft. Mit unserer Nationalmannschaft kann ich mich echt spitze identifizieren. Ich muss los. Um 12 habe ich einen Termin und um 3 das Meeting. Danach treffe ich mich mit einem Kunden. Nein, das geht nicht so. Du machst das falsch. Ich ziehe an, was gerade Mode ist. Da stehen die Ladies drauf. Du machst, was ich sage. Ich weiß alles. Mein ganzes Wissen habe ich mit der Wikipedia aufgebaut. Halt! Das ist illegal. Jetzt gibt's Ärger. 210, 220, 230. Oh, das ist pure Freiheit. Ich brauche mehr Schnaps. Ich schieß mir alle Lichter aus. Das habe ich alles hinter mir. Wie eine liegende 8. Erst Wurm. Dann Kokon. Ich muss meinen Kokon zerstören, um geboren zu werden. Wurm und Kokon sind zwei Seiten derselben Verdrängung. Der Wurm braucht immer den Kokon und der Kokon braucht immer den Wurm. Der Schmetterling ist die Erlösung. Der Wurm muss sterben, damit der Schmetterling geboren werden kann. Ich muss sterben, bevor ich sterbe.
die Glaubenshaltungen und Leitbilder, die mir eingetrichtert wurden, müssen sterben. Die Konventionen haben keine Gültigkeit für meine Seele. Ich habe endlich die Initiative ergriffen und meine Musik veröffentlicht. Um meine Musik zu vermarkten, habe ich mich auf anderen Gebieten schlau gemacht und kann jetzt davon leben. Durch die neue Vernetzung habe ich jetzt Zugang zu vielen Projekten. Ich konnte in eine größere Wohnung ziehen. Dort fühle ich mich jetzt viel geborgener, auch in meiner Haut. Mit meiner Partnerin, meiner Musik und meinem Geschäft kann ich mich richtig verausgaben und meine Gefühle damit zeigen. Das ist meine Anpassung an meine Seele. Ich habe meinen eigenen Geschmack und ziehe somit Menschen an, die zu mir passen, meine Ideen. Ich binde mich an meine eigenen Ideen, an meine Begegnung. Nur wenn ich diese Ideen wieder loslassen kann und offen für neue bin, beginnt mein Stirb und Werde. Die Ideen haben auch eine Funktion. Ich unterscheide nicht nur, ich verstehe schon. Ich habe die Regeln des Kosmos erkannt und somit die Gesetze in mir, die Bedeutung meiner Aufgabe. Die polare Subjektivität ist aufgehoben. Ich bin frei. Alles ist eins. Sie ist mein Spiegel und ich bin ihr Spiegel unserer Verdrängungen. Der Kosmos ist unser Spiegel. Wir sind der Spiegel des Kosmos. Schon bei unserem ersten Date hat sie mich nach meinem Sinn des Lebens gefragt. Und ich sagte, der zu werden, der ich bin. Сейчас есть у меня, я лишь тебе одно я дам. Я это ты, ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одно я дам.